Weiter geht's mit dem Schließen der Seitennaht. Hier unten bleibt ein Schlitz 12 cm hoch. Ich habe es mir hier genau ausgemessen. Also ich habe die Maschen abgezählt, damit es gleich viel sind. Oder ihr messt einfach 12 cm ab. Und dann schließen wir hier die Seitennaht mit einem Matratzenstich. Matratzenstich ist sehr schön, weil man macht es von außen her, von der schönen Seite her. Man sieht also, wie die Naht gleich wird. Sie wird schön unsichtbar. Und dann nähen wir hoch, bis hier die erste betonte Abnahme für den Armausschnitt beginnt. Auf der Rückseite schaut das Ganze so aus. Und wie der Matratzenstich funktioniert, das zeige ich euch jetzt auf der anderen Seite vom Polunder. Was ihr braucht, ist eine Nadel wieder zum Vernähen und einen langen Faden. Und jetzt drehen wir das mal um und dann geht es auch schon los. Ihr legt euch den Polunder so hin, dass die schöne Seite, also die Außenseite, uns anschaut. Das hier oben ist die Schulternaht, das ist der Armausschnitt. Hier unten habt ihr euch jeweils 12 cm abgemessen. Macht euch am besten so Maschenmarkier rein, damit wir wissen, hier müssen wir stoppen. Und dann guckt ihr, wo beginnt bei euch die erste betonte Abnahme für den Armausschnitt. Das ist bei mir in dem Fall auf der einen Seite hier und auf der anderen Seite ist es hier. Dann könnt ihr euch das schon mal so schön nebeneinander hinlegen. Und ich mache es so. Also ich suche mir hier meine erste betonte Abnahme, die ist hier. Und dann gehe ich hier einfach die Maschen rüber. Und dann weiß ich hier an der Stelle, da muss ich anfangen mit dem Zunähen. Und auf der linken Seite ist meine betonte Abnahme hier. Dann gehe ich hier auch rüber. Mache mir hier, ne, also das ist die betonte Abnahme. So. Dann ist es hier. Also hier steche ich dann ein. Legen uns ein bisschen parallel und dann geht es auch schon los. Wir haben ja hier Halbpatent und hier dazwischen haben wir immer eine linke Masche. Und wenn ihr euch das mal anschaut, was natürlich jetzt bei dem Garn ein bisschen schwierig ist, habt ihr immer hier diese linke Masche, immer diese Schlaufe. Und da müssen wir einstechen. Also ich fange jetzt hier rechts an und steche jetzt hier in meine erste linke Masche ein, von unten her, ziehe mir den Faden durch. Und dann suche ich mir hier auf der anderen Seite, dann haben wir ja gesagt auf der Höhe, suche ich mir hier meine linke Masche und steche auch von unten her ein. Und dann könnt ihr das ruhig erstmal so ein bisschen locker lassen. Dann schaut ihr, wo ihr hier auf der anderen Seite, wo ihr da rausgekommen seid. Also ich bin hier mit dem Faden rausgekommen und sucht euch die nächste linke Masche. Macht es einfach ein bisschen intuitiv. Hier ist die nächste Schlaufe. Wenn ihr mal eine überspringt, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Manche machen von Haus aus nur jede zweite Masche, die sie verbinden. Ich mache es eigentlich schon jede. Ich gehe hier rein, wo ich rauskam, gehe einfach mit der Nadel hoch und bleibe hier schon automatisch an meiner nächsten linken Masche hängen. So, jetzt gehe ich wieder hier rechts rüber. Hier bin ich rausgekommen, gehe ich hier mit der Nadel hoch und bleibe hier schon an meiner nächsten linken Masche hängen. Dann gehe ich wieder hier links, da geht der Faden raus, gehe einfach hier so hoch und seht ihr, ihr bleibt automatisch hier schon an der nächsten Schlaufe hängen. Also ja, nicht bei dem Garn so viel suchen, das verwirrt nur.
So, dann macht ihr das mal ein paar Mal hin und her. Und jetzt können wir hier schon anziehen. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig anziehen, weil dieses Garn ja eben durch diese Flauschoptik jetzt nicht so leicht flutscht. Ihr könnt auch hier von unten anziehen. So, jetzt zieht es nämlich hier schon die Naht so zusammen. Jetzt machen wir wieder ein paar Stiche. Die letzte Verbindung, die lockere ich mir immer so ein bisschen. Dann müsst ihr hier gucken, wenn ihr hier irgendwelche Fäden habt, tut die mal auf die Seite. So, jetzt müssen wir wieder hier, wo sind wir rechts rausgekommen? Hier sind wir rechts rausgekommen. Dann wieder nach links rüber. Ich mache das immer so 3-4 Mal hin und her und dann ziehe ich meinen Faden an. Geht es wieder links weiter. Ich bin hier rausgekommen. Und so macht ihr das einfach die ganze Reihe hoch. Und dann ist die Naht auch schon zu. Ich blende euch noch einen YouTube-Film ein, wie der Matratzenstich bei linken Maschen funktioniert. Da schaut es natürlich ein bisschen anders aus, weil das ja hier ein Halbpatentmuster ist. Aber nur damit ihr euch nochmal das Prinzip anschauen könnt beim Garn, wo man wirklich jede Masche deutlich sieht, falls es jetzt für euch das erste Mal ist. Aber es ist wirklich nicht schwierig. Und wenn ihr hier den Faden anzieht, guck mal, immer schön vorsichtig anziehen, dann seht ihr, wie sich das jetzt hier schließt. Der Pulli ist fertig gestrickt, der ist zusammengenäht. Jetzt haben wir hier natürlich ganz viele Fäden, die wir vernähen müssen. Und die vernähen wir natürlich auf der linken Seite. Und bei diesem Garn ist es überhaupt kein Problem, diese Fäden unsichtbar zu vernähen. Ich drehe jetzt hier mal meinen Pulli einmal rum. So, dass wir jetzt die linke Seite, also die Außenseite nach außen haben. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal anhand von 2 Fäden, wie ihr am besten das Garn vernäht. Und dann könnt ihr alleine weitermachen. Ich mache es immer so. Ich habe hier meine 2 Fäden und ich mache hier einen Knoten rein, aber mehr nicht. So, wo habe ich jetzt meine Nadel? Und dann fädel ich mir hier den Faden ein und dann habt ihr ja hier immer diese Patentreihe. Da habt ihr hier diese Schlaufen und dann gehe ich einfach mit der Nadel hier in diese Schlaufe rein. Ziehe den Faden durch. Guck mal, das sieht man nämlich dann gar nicht, obwohl es die Rückseite ist. Und dann gehe ich hier auf der anderen Seite, gehe ich auch wieder hier in meine... Moment. In meine Schlaufe rein, gehe noch ein bisschen hier rückwärts. Ne?
Wedel den Faden ein. Durchziehen. Guck mal, dann seht ihr nämlich gar nichts. Und so mache ich das jetzt mit jedem Faden. Nehmen wir noch eine Schere suchen, schneidet es ab und das macht ihr jetzt mit allen Fäden. Wenn ihr Fäden hier eh schon an der Naht habt, dann könnt ihr die auch in der Naht vernähen. Also ich steche dann einfach hier oben, gehe ich einfach noch mal ein paar Mal durch. Und dann ist der Faden nämlich auch schnell vernäht. Da muss man auch nicht so lang rummachen, weil das ist das Gute jetzt bei diesem kuscheligen Garn. Da passiert nichts, da trennt sich nichts auf. Guck mal, dann sieht man nämlich hier auch nichts. Faden abschneiden, fertig. Ich habe hier noch einen interessanten Faden zum Vernähen. Das ist hier die schöne Seite vom Halsausschnitt vom Bündchen und die müssen wir hier, also diesen Faden, den müssen wir hier auch noch vernähen. Und da empfehle ich euch, Moment, ich fädel mal schnell den Faden ein, dass ihr hier, also hier ist ja die Lücke, dass ihr hier in die Randmasche reingeht und macht einmal so und dann geht ihr wieder zurück an den rechten Rand und da ist ja hier eure letzte Randmasche, so hier vor diesem Knubbel und da stecht ihr aber nur in die hintere Schlaufe ein. So. Schaut es nämlich hier oben schön aus und dann könnt ihr hier auf der Rückseite einfach wieder hier bei diesen rechten Maschen in die Schlaufen einstechen. Dann sieht man nämlich von außen nichts, also von der schönen Seite her nicht. Und hier ist der Faden auch noch unsichtbar vernäht. Und dann kommt ihr hier eh schon die Naht. Ah, das war mein Anfangsfaden, der ist ein bisschen zu kurz geraten. Und da geht ihr einfach wieder hier in diese Naht rein, vernäht den hier noch ein bisschen und dann passt es.